Nicht schlecht, Arne. Gute Methode, sich warm zu halten. Mir macht die Kälte nichts aus, Mr. Jack. Reine Kopfsache. Natürlich, klar. Ist das ein neuer Trick, den du da ausprobierst? Hey, den haben Sie mir doch beigebracht. Hab dran gearbeitet. Hab ihn jetzt drauf. Ist ein echter Star, was? Können Sie glauben. Es geht um Geld, Doktor. Ja, sicher, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Eine Erklärung habe ich nicht. Nennen Sie es einfach weibliche Intuition. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Nein, ich erfinde das nicht nur so. Er hat irgendetwas vor. Ich spüre es. Was, die Sitzung ist schon vorbei? Also gut. Ich rufe Sie nächste Woche wieder an. Danke, Dr. Epperson. Eine Sekunde, Andy. Tag, Mrs. Sullivan. Die Sachen von Ihrem Mann nach oben wie immer? Warten Sie, ich will nur schnell nachsehen, ob nicht schon wieder was Falsches dabei ist. Ah ja. Was ist das denn? Oh, da hat man anscheinend irgendwas in den Taschen von Ihrem Mann gefunden. Hey, sieht ganz schön teuer aus. Gut, dass Sie es entdeckt haben. Wie ist es? Kann ich das hier jetzt hochtragen? Natürlich, Andy. Hier. Ich wohne hier, falls du das vergessen hast. Willst du verreisen? Nein, nur weg. Weg? Meinst du nur weg oder nichts wie weg? Hör zu, Charlene. Wieso setzen wir uns nicht und reden erstmal? Wohin denn, Jack? Hä? In dem Müll hier kann man doch nicht mal auf dem Klo sitzen. Jetzt tu nicht so. Du weißt doch, dass es nicht mehr funktioniert. Schon eine ganze Weile nicht mehr. Also reg dich jetzt nicht auf. Komm heute Abend noch mal vorbei, dann reg ich mich bestimmt gerne auf. Ha, ha, ha. Also dann, alles Gute. Es ist bloß, weil ich nicht tanzen kann. Hm? Immer netten Scherz parat, was? Es ist einfach, weil du nie vorhanden bist, Jack. Du bist sowas wie ein Phantom. Manchmal kam es mir so vor, als wäre ich mit dem tollsten Mann der Welt zusammen. Aber viel öfter hatte ich das Gefühl, als hätte ich ein Verhältnis mit Mr. Unsichtbar. Habe ich irgendwann schon mal gehört. Hey, Charlene! Was? Ich wünsche dir alles Gute. In den Euro gehen. Kaufe 3 Millionen. Short-Term, einen 2-Monats-Put. Platziere einfach die Order. Vertrau mir. Bis dann, Jared. Mach die Tür auf! Mach auf, bitte! Da funktioniert was nicht! Charles! 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 Detective Sergeant Sanderson. Was? Ich bin Polizist. Was ist denn bloß los? Was ist passiert? Man hat auf ihn geschossen. Charles, um Gottes Willen! Wir brauchen einen Krankenwagen. Waffenschmuggel? Sie wollen behaupten, mein Mann hätte mit Waffenschmuggel zu tun gehabt? Hier geht's nicht um paar Gewehre, Mrs. Sullivan. Da läuft ein Riesending. Wir haben Ihren Mann jetzt schon eine ganze Weile unter Beobachtung. Charles hat mit Immobilien gehandelt. Das muss ein Irrtum sein, Sergeant. Er war ein unbescholtener, ehrbarer Bürger. Ich nehme an, das alles hier ist ein großer Schock für Sie. Gibt es jemanden, den Sie anrufen können? Ja, meine Schwester Sarah. Sind Sie soweit fertig, Officer? Ja, Sir. Gut, dann sehen wir uns auf dem Revier. Der Abschleppwagen ist da. Er soll den Mercedes mitnehmen. Ist denn das wirklich nötig? Ja, gibt es einen zweiten Schlüssel? Unter dem hinteren Radkasten. War es das jetzt? Vorerst. Wir machen morgen weiter. Hören Sie, ich verstehe überhaupt nicht, was hier vorgeht. Ja. Ja. Okay, ich bin gleich da. Ich gebe Ihnen meine Karte. Ja, habe ich wohl im Wagen vergessen. Warten Sie, ich hole sie schnell. Nein, nicht nötig. Ich schreibe mir die Nummer auf. Also, ich bin Detective Sergeant Sanderson. S-A-N-D-E. Oh, machen Sie es lieber. Schön. Das ist meine Nummer auf dem Revier. Wir reden dann morgen weiter. Ich darf Ihnen noch mein Beileid aussprechen, Mrs. Sullivan. Guten Morgen. Kaffee? Danke dir. Kath, wir sollten anrufen und fragen, wohin Sie Charles gebracht haben. Wir müssen uns ja auch um die Beerdigung kümmern. Siehst du, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Kannst du das für mich erledigen, Sarah? Ich schaff's einfach nicht. Natürlich, wie du willst. Soll ich die Polizei anrufen? Nein, das kann ich schon selbst machen. Gut. Danke. Was sagen Sie? Sie sagen, dass Ihnen ein Detective Sergeant Sanderson nicht bekannt ist. Was? Das ist doch verrückt, Sarah. Sie behaupten, einen Polizeieinsatz hätte es hier gestern gar nicht gegeben. Wenn die Polizei schon nicht weiß, was los ist... Ich rufe das Leichenschauhaus an. Dafür gibt es sicher eine einfache Erklärung. Sie sind ganz sicher, dass gestern keine Leiche eingeliefert wurde? Danke. Sarah, ich sauge mir das nicht aus den Fingern. Ich weiß doch, was ich gesehen habe, mit meinen eigenen Augen. Also schön. Ich fahre jetzt zum Büro des Leichenbeschauers und zur Polizei. Keine Sorge, wir kriegen raus, was da passiert ist. Okay. Danke. Elliot, ich bitte dich jetzt als Anwalt, was würdest du mir raten? Privatdetektiv? Verstehe, du kennst ihn von der Uni. Okay, gut. Wie heißt er? Jack Mize. Also schön. Könntest du die Honorarfrage mit ihm klären und ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen? Okay. Danke, Elliot. Komm schon. Komm, Junge. Hallo. Tag, Jack Mize. Hi, Sarah Harper. Sarah? Nein, Catherine ist im Wohnzimmer. Oh, ja. Heutzutage kann man nicht vorsichtig genug sein. Hm? Ja. Hallo? Ich wurde angerufen. Catherine Sullivan, freut mich, Mr. Mize. Mich auch. Wie fangen wir an? Naja, also wie wär's, wenn Sie mir erzählen, was passiert ist, von Anfang an? Charles kam durch die Eingangshalle, bis hierhin etwa. Dabei wurde er verfolgt von einem Detective Sergeant Sanderson. Und wie sah dieser Sanderson aus, können Sie mir das sagen? Ja, er war so ungefähr Mitte 40, hat blonde Haare, blaue Augen. Und er roch etwas penetrant nach billigem Aftershave. Nicht schlecht. Und wie die anderen Polizisten aussahen, wissen Sie das noch? Die habe ich gar nicht wahrgenommen. Die Wagen, die Sie fuhren, konnten Sie da die Kennzeichen erkennen? Nein. Ich habe fast die ganze Zeit da drüben gesessen. Dieser Sanderson, hat er Ihnen eine Karte hinterlassen? Nein, aber ich habe seine Telefonnummer auf einem Zettel hier. War er Linkshänder? Ja, ich denke, ja. Woraus können Sie das ersehen? Naja, bei Linkshändern kippt die Schrift immer ein bisschen nach hinten. Oft ein Zeichen dafür, dass jemand mit links schreibt. Ja, also, dieser Sanderson kam also in die Eingangshalle gerannt von... Von draußen. Also, von hier. Beide Wagen sind hier vors Haus gefahren. Ja? Können Sie mal kommen und mir zeigen, wo Sie zum Stehen gekommen sind? Ich möchte gerne alles genauso sehen, wie Sie es gesehen haben. Würden Sie bitte die Tür zumachen? Geht's Ihnen nicht gut? Machen Sie nur die Tür zu. Verstehe schon, ist heute ganz schön kalt, oder? Nein, es ist nicht die Kälte. Ich gehe noch nicht nach draußen. Sie gehen nicht nach draußen? Ich verlasse das Haus schon eine Weile nicht mehr. Dürfte ich fragen, was Sie unter einer Weile verstehen? 3 Jahre. Agoraphobie? Habe ich das richtig verstanden? Sie verlässt deswegen das Haus nicht mehr? Ja. Leitet sich vom griechischen Agora ab, was so viel heißt wie Marktplatz. Solche Menschen haben eine panische Angst davor, sich im Freien aufzuhalten, auf großen Plätzen. Also bleiben Sie lieber zu Hause. Tatsächlich? Ja. Woher weißt du das? Ich lese Bücher. Solltest du vielleicht auch mal versuchen. Oh. Ich lese nur das, was wirklich wichtig ist. Okay, was braucht der Mensch mehr? Du sagst es. Als alleinerziehender Vater mit einem Job wie dem hier habe ich nicht die Zeit, solche Schnickschnackbücher zu lesen wie gewisse Leute, die ich kenne. Hat sie wenigstens Kohle? Ohne Ende. Reiche, durchgeknallte Tante verlässt ihr Haus nicht. Na und jetzt? Weiß nicht, vielleicht ist sie schlauer als wir alle. Ja? Was soll das wieder heißen? Das Leben hier draußen ist hart, Bob. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Hey, Mr. Anwalt. Mal wieder jemand bei einem Ausbruch geholfen? Oh, verstehe. Da will mich doch wieder so ein hirntoter Bulle dazu bringen, ihm eine reinzuhauen. Ja, da frage ich mich, was ich jetzt tun soll. Dastehen und stillhalten oder ihm die Nase platt machen? Ich doch nicht, doch. Nein, 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 nein. Will heute mal nett sein. Hm? Komm schon. Nett bist du doch sonst nur zu perversen Schweinen, oder, Mize? Hey, 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 Schluss damit! Ende! Aufhören! Wollt ihr wohl aufhören? Wir wollen doch jetzt alle wieder ganz brav sein, wie sich das gehört. Schon vorbei. Komm. Komm. Setz dich erst mal. Der Junge hat Probleme. Du solltest dich von so einem Müllsack nicht anmachen lassen. Weißt du, etwas an dem, was diese Mrs. Sullivan gesagt hat, kommt mir doch komisch vor. Und das wäre? Naja, sie hat gesagt, dieser falsche Cop hätte sich vorgestellt als Detective Sergeant Sanderson. Sanderson, hä? Huh? Ah. Ich habe mit der Frau gesprochen, die ist nicht ganz dicht. Wann denn? Heute Morgen, sie rief an. Ah ja? Ja. Wenn dieser Typ kein Polizist gewesen ist, hätte er sich einfach Detective oder Sergeant genannt. Nur ein richtiger Polizist benutzt die korrekte Terminologie. Detective Sergeant. Alles klar. Du bist ein Genie. Damit wäre der Fall fast schon gelöst. Ach so, ja, da wäre noch was. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht eine Fahndung nach dem Mercedes rausgeben könntest. Ich dachte, du wärst nur mal so reingeschneit, um Hallo zu sagen. Aber sicher, klar, wollte ich auch, Bob. Du wolltest mir doch Namen und Nummer von der Braut geben, mit der du neulich abends in der Bar warst. Ja, muss ich bloß noch raussuchen. Gib mir schon die Nummer von dem Wagen. Hier. Weiß doch nicht. Gib mir den Zettel da. Und ruf nicht hier an. Ich ruf dich an, das meine ich ernst, Jack. Es sei denn, du hast Namen und Nummer von, du weißt schon. Liegt's an mir oder ist es so eiskalt hier drin? Na toll. Die Heizung ist kaputt. Ich regel das morgen. So wie mit der Polizei und dem Leichenbeschauer. Es ist doch nicht meine Schuld, dass weder der Leichenbeschauer noch die Polizei wussten, um was es geht. Du brauchst dich also nicht gleich aufzuregen. Nein? Mein Mann ist tot, seine Leiche ist spurlos verschwunden. Niemand weiß, was los ist und wir erfrieren hier. Du hast recht, kein Grund, sich aufzuregen. Jetzt bleib ganz ruhig. Ich rufe die Heizungsleute an, ja? Puh. Haben Sie was rausgekriegt? Sie hatten recht, Fehlanzeige im Leichenschauhaus. Ich habe eine Fahndung nach dem Mercedes veranlasst. Das ist alles? Oh ja, zunächst mal. Jetzt versuche ich herauszukriegen, wer ihr Mann war, seine Freunde, wer ihn vielleicht gern tot gesehen hätte. Vielleicht ergibt sich dadurch ein Hinweis auf das, was hier passiert ist. Ein vielleicht sich ergebener Hinweis? Ist das Ihre ganz eigene Art, Ermittlungen anzustellen? Mrs. Sullivan, ich meine, Sie müssen doch in der Lage sein, mir irgendetwas über Ihren Mann erzählen zu können, was er zum Beispiel so getan hat. Er hat mit Immobilien gehandelt. Gut, was war sonst noch? Hat er irgendwelche besonderen Interessen, Hobbys, Sport? Fallen andere Frauen unter die Rubrik Sport? Waren es viele? Kommt darauf an, für mich waren es genug. Irgendwelche Namen? Nein, ich wollte nie Ihre Namen wissen. Ich verstehe schon. Was war mit Freunden? Er brachte sie nie mit nach Hause und ich bin nicht mit ihm ausgegangen, um sie zu treffen. Wie lange waren Sie verheiratet? 11 Jahre. 11 Jahre, das ist eine lange Zeit. Sie müssen doch irgendwas über die Welt, in der er lebte, wissen. Sie waren seine Frau. Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Die meisten dieser 11 Jahre haben wir beide getrennte Leben gelebt. Dann erinnern Sie sich an die Momente, in denen Sie nicht getrennt gelebt haben. Ich brauche nämlich ein bisschen Hilfe. Naja, bewahrte er irgendwelche Akten im Haus auf? Nein, ich denke nicht. Aber Sie können gern, wenn Sie wollen, in seinem Zimmer nachsehen. Es ist da oben, gleich links. Na, was gefunden? Nein, leider nicht. Nur seine Visitenkarte. Wann war das? Das stammt aus Charles' Zeit in Yale. Das Lacoste-Team, er war unheimlich stolz drauf. Mhm. Alle dazu bestimmt zu führen. Ja, und alle furchtbar borniert. Charles steht in der Mitte. Dritte Reihe. Charles P. Sullivan, der Dritte. Das alte Yale. Macht aus deinem Sohn ein Mitglied der herrschenden Klasse in nur 4 schönen Jahren. Wo waren Sie auf der Schule, Mr. Mize? In einem kleinen Nest in Jersey. Dann sagen Sie mir mal, wie lief's denn bei Ihrem Mann geschäftlich? Das weiß ich nicht genau, denn wie ich schon sagte, Charles und ich, wir... lebten getrennte Leben. Ja. Ich melde mich dann. Wer hat gewonnen? Der Pool. Hier, bitte. Woher haben Sie das? Ihre Schwester hat's mir gegeben. Sie hat's in der Küche gefunden. Wieso? Ich war nicht in der Küche. Möchten Sie eine Runde schwimmen? Eine Badehose hätte ich irgendwo. Oh, nein, nein, ich schwimme nicht. Ich sag immer, Schwimmen ist nur was, um nicht zu ertrinken. Sie haben schon sehr eigenartige Ansichten, Mr. Mize. Manchmal, ja. Wollen wir uns setzen oder ist Sitzen für Sie nur was, um nicht zu stehen? Oh, touché. Ich mix mir jetzt einen Martini. Wie ist es? Möchten Sie auch einen? Gern. Haben Sie heute was rauskriegen können? Nichts. Oh, ich nehme an, Sie werden im Laufe der Zeit schon noch besser, oder? Ich war im Büro Ihres Mannes und dort habe ich nichts gefunden. Weder Akten noch Geschäftsunterlagen irgendwelcher Art. Rein gar nichts. Woraus Sie ersehen können, dass mein Mann sehr faul war, Mr. Mize. Tun Sie mir einen Gefallen und nennen Sie mich einfach nur Jack. Okay, Jack. Gut. Olive? Ja. Was können Sie mir über die Geschäfte Ihres Mannes erzählen? Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß so gut wie nichts darüber. Wenn von Ihnen nicht mehr kommt, dann ist das Ganze ein bisschen so wie die Suche nach Elvis. Ich meine, es muss doch irgendwas geben, woran Sie sich erinnern können. Ich wusste, dass es nicht gut für ihn lief. Ich denke, wenn es besser gelaufen wäre, hätte er mich längst verlassen. Was heißt, es lief nicht gut? Er hatte doch dieses Haus. Nein, es gehört mir. Ich arbeite hart, um es unterhalten zu können. Sie arbeiten? Was denn? Ich handle mit Devisen. Das kann man von überall im Zeitalter des Computers. Augenblick, wie war das? Sie verdienen einen Haufen Geld. Ihr Mann ist eine absolute Null, treibt sich mit anderen Frauen herum, aber Sie bleiben verheiratet? Haben Sie noch nie was von Scheidung gehört? In unserer Ehe war alles Gemeinschaftsgut und ich wollte ihm auf keinen Fall die Hälfte meines Vermögens überlassen, für das ich mich hart abgeplagt hatte. Und dann hat ihn ein Teil von mir wohl immer noch geliebt. Und hat er Sie geliebt? Wer weiß. Sein ganzes Leben war auf Lügen aufgebaut. Ich denke, er war das, was man einen Loser nennt. Irgendjemand hat Ihren Mann getötet. Da sollten wir uns auch schon Sorgen um Sie machen. Vielleicht ist er auch hinter Ihnen her. Mr. Mize? Ja. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Das hier sind Kopien von Charles Sullivans Krankenberichten. Normalerweise geben wir die nicht raus. Aber da Catherine Sullivan so darum gebeten hat, drücke ich mal ein Auge zu. Danke, Doktor, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Allerdings hat sie nicht gesagt, wozu Sie sie brauchen. Wir brauchen sie für den Leichenbeschauer. Falls seine Leiche auftaucht, könnten die hier sehr wichtig werden. Seine Leiche? Ja, er ist tot. Seine Leiche ist verschwunden. Seine Leiche ist verschwunden? Ja. Mr. Mize, Leichen verschwinden nicht einfach so. Wem sagen Sie das? Charles Sullivan war unfruchtbar. War sonst noch etwas, Mr. Mize? Das heißt, ich soll jetzt wohl gehen, nicht? Vielen Dank für Ihre Mühe, Doktor. Catherine? Catherine, sind Sie da? Catherine? Catherine! Sind Sie okay? Konnte das passieren? Keine Angst, das wird schon wieder, okay? Es wurde so schrecklich heiß da drin. Es war so viel Dampf, da bin ich wohl ohnmächtig geworden. Danke. Warum sind Sie nicht einfach raus? Die Tür war kaputt. Sieh mal an, der Türgriff ist abgegangen. Es war alles intakt, als ich das letzte Mal drin war. Und wann war das? Vor 2 Tagen. Sie sollten es vorläufig beim Schwimmen belassen. Was tun Sie eigentlich hier? Oh, verzeihen Sie, dass ich störe. Aber Sie müssen mir eine Vollmacht unterschreiben, damit ich berechtigt bin, die Fingerabdrücke Ihres Mannes anzufordern. Was wollen Sie mit seinen Fingerabdrücken? Im Leichenschauhaus braucht man eine Kopie. Für den Fall, dass eine namenlose Leiche eingeliefert wird. Langsam wird das Ganze etwas bizarr. Ein Mord, irgendwelche falschen Polizisten, namenlose Leichen. Ist alles ziemlich seltsam, ich weiß. Glauben Sie mir? Ja. Wirklich? Wirklich. Sarah hat gesagt, dass die Heizung morgen repariert wird. Schmeckt köstlich, dass Sie so fabelhaft kochen können, hätte ich nicht gedacht. Ich bin Amateur. Ich kann nicht mal ein Ei kochen. Machen Sie oft sowas wie das hier? Nein, meist haue ich mir irgendwas auf. Früher habe ich immer für Charles gekocht. Aber später dann kam er immer seltener nach Hause zum Essen. Bei jemandem, der für sowas hier nicht nach Hause kommt, muss was nicht in Ordnung sein. Wenn Sie wollen, Sarah und mir macht es Spaß, hin und wieder den Gourmet-Koch zu spielen. Es hat auch was von einem Ritual, wissen Sie? Ich liebe sowas. Es ist fast ein bisschen wie Ausgehen. Besseres Essen kann man in keinem Restaurant bekommen. Schön. Als kleiner Dank dafür, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ach, übrigens, ich habe ein bisschen was nachgelesen über Agoraphobie. Wozu? Auch nur für einen Fall, an dem ich arbeite. Sie lesen wohl viel, oder? Ja. Ich lese viel, aber wie dem auch sei. Soweit ich das verstanden habe, gibt es unterschiedliche Grade von Agoraphobie, angefangen von sehr leichten Fällen bis zu sehr schweren. Die Leichten bleiben am Wochenende lieber zu Hause, sehen Videos, lassen das Essen anliefern. Die Schweren allerdings kapseln sich völlig ab. Reden wir doch lieber über Politik oder Religion, ja? Entschuldigen Sie, aber haben Sie denn nie Lust, mal rauszugehen, an der frischen Luft durch die Gegend zu laufen, sich mal einen Film anzusehen oder einfach nur im Auto durch die Gegend zu fahren? Nein. Sehen Sie, das ist wie ein Tauschgeschäft. Sie geben all diese Dinge auf, um sich dafür sicher zu fühlen. Sind Sie verheiratet, Jack? Nein. Eine Freundin? Hat mich abserviert. Darf ich fragen, warum? Was soll ich da sagen? Wie es so geht, ich schraube die Zahnpastatube nie zu, quetsche sie falsch aus, lass den Klodeckel oben. Wichtige Sachen eben. Naja, das Essen war fantastisch, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Sie kommen auf keinen Fall weg ohne das Dessert. Ich mag kein Dessert. Das schon. Der Erdbeerkuchen ist super. Sie machen noch einen Nachtischfan aus mir. Ihr Haus ist so riesig, da hätten ein Haufen Kinder drin Platz. Ja, sicher. Wir haben es auch eine ganze Weile versucht, aber es hat nicht geklappt. Und Sie? Haben Sie Kinder? Nein, nein. Mein Lebensstil und Kinder großziehen, das läuft nicht zusammen. Fehlt Ihnen die Arbeit als Anwalt? Ein bisschen über den Ermittler ermittelt, hä? Nur ein wenig im Netz gesurft. Erstaunlich, was man da so erfahren kann. Und was ist so erstaunlich? Nach Princeton, Ihrer kleinen Schule in Jersey, graduierten Sie in Harvard als Zweiter Ihres Jahrganges in Jura und waren dann Anwalt für eine Rechtshilfeorganisation. Wir müssen nicht darüber reden, wenn Sie nicht wollen. Nein, nein, schon okay. Sie haben die Tür aufgestoßen. Was haben Sie noch erfahren? Nur, dass Sie anscheinend einen Fall hatten, der übel ausging. Übel ausging? Was ist da passiert? Lohnt sich nicht, darüber zu reden. Nein, bitte erzählen Sie es mir. Ich möchte es wissen. Na gut. Ich habe einen Sexualmörder aus der Haft frei bekommen. Wie haben Sie das denn geschafft? Weil ich so ein brillanter Anwalt war. Ich hatte einen Verfahrensfehler aufgedeckt. Die Kurzfassung ist, die Cops waren beim Haftbericht nicht korrekt. Sie hatten das falsche Datum eingetragen. Dadurch wurde ein Beweisstück bei der Verhandlung nicht zugelassen. In dem Fall war es das Fleischermesser meines Mandanten, mit dem Blut des Opfers darauf. Kein Messer, kein Fall. Tja, die Anklage wurde fallen gelassen. Und dieser gestörte Typ namens Tyrone Biggs war frei. 2 Tage nach der Verhandlung vergewaltigte und folterte Tyrone Sharon Simmons und Paula Crawford. Ihr Tod war eine einzige Qual. Und ich war verantwortlich. Aha. Und so bestrafen Sie sich selbst. Nein. Ich habe nur aufgehört, Anwalt zu sein. Sie haben Ihren Job gemacht. Sie haben Ihren Mandanten so gut wie möglich verteidigt. Sie sind süß. Sie sollten Anwältin werden. Ich glaube, im Schwimmen bin ich besser. Kommen Sie, Bewegung macht warm. Keine Angst, Wasser beißt nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann Schwimmen nicht ausstehen. Ja, ich weiß, Sie tun's nur, um nicht zu ertrinken. War's nicht so? Hängen Sie erstmal nur Ihre Füße rein. Nur Ihre Zehen. Also gut, ich setze mich einfach nur hin und halte die Zehen rein. Na gut, ich springe jetzt ins schöne, warme Wasser. Seien Sie kein Feigling. Es ist ganz warm. Vielleicht überlege ich es mir. Ach, na gut, werden wir eine Ausnahme machen. Na los, nur Mut. Sie können ja doch schwimmen. Nur wenn ich gezwungen werde. Schon genug? Okay, sie ist tot. Wie kann die denn hier reinkommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich war sie irgendwo im Keller und ist hier reingekrochen, weil es so kalt geworden ist. Hoffentlich sind da nicht noch mehr. Hier, Sie erkennen sich noch. Sie ist ja weg. Kommen Sie. Wird ja alles wieder gut. Wann? Halten Sie mich fest. Ganz fest. Ja. Manchmal fühle ich mich so einsam. Ja, tun wir das nicht alle. Was? Die hat mich angeguckt, nicht dich. Wodurch mal wieder bewiesen ist, dass auch ein blindes Huhn hin und wieder einen Korb findet. Kelsey prescht vor an die Linie. Kelsey schießt und Tor. Kelsey schafft den Siegtreffer. Das letzte Mal, als du so schlecht gespielt hast, waren wir noch in der Zwergenauswahl. Das ist einfach nur Glück. Erzähl du mir was von Glück, Mann. Du pennst doch mit jeder Studentin hier in dem Laden. So einen Schlag wie du hätte ich nicht mal mit einem dicken Lotto gewinnen. Hör auf mit dem Gejammer, du kriegst schon die Nummer von der Kleinen. Nur keine Panik. Wie läuft's denn bei deiner Verrückten? Hm? Oh oh. Was tut sich denn da? Nichts. Wirklich gar nichts? Wirklich gar nichts, nichts. Wie nett, wirklich gar nichts, nichts. Und warum bist du dann so nervös? Weißt du, wie ich das sehe, ist das hier eine Bar und kein Verhörraum. Du hast mit ihr geschlafen, ne? Du spinnst wohl. Mit einer Klientin. Sie hatte ziemliche Probleme und schön, da habe ich bei ihr im Haus übernachtet. Und jetzt bist du ihr großer Held. Wirklich toll. Na was. Aber irgendwas ist an dieser Frau, was nicht zusammenläuft, Bob. Ja, sie ist nicht bei Trost, Jack. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Sie hat einen messerscharfen Verstand und meistens hat sie auch alles im Griff. Aber dann gibt's wieder Phasen da... Hey, darf ich dir einen Rat geben? Klär den Fall und verdrück dich. Schnellstens. Punkt für dich. Hallo? Ich bin's. Was machst du gerade? Ich versuche mich aufzuwärmen. Und? Klappt's denn? Noch nicht so richtig. Und du? Was machst du? An dich denken. Ja, ich habe auch an dich gedacht. Warum kommst du da nicht her und wir wärmen uns gegenseitig? Wir sollten daran denken, dass wir eine Geschäftsbeziehung haben, Catherine. Gestern Nacht hast du aber nicht daran gedacht. Das war was Besonderes. Ja, das war's. Gute Nacht. Gute Nacht, Catherine. Hallo? Ist da wer? Jack Mize ist nicht zu Hause. Bitte komm schnell, ich brauch deine Hilfe. Catherine! Jack, hier sind überall Ratten. Jack, du musst kommen. Okay, okay. Was ist passiert? Hier sind Ratten in meinem Schlafzimmer. Ratten? Du musst mir helfen. Ich bin schon auf dem Weg. Dafür muss es eine logische Erklärung geben. Was ist mit dem Licht? Warum geht das nicht? Ich weiß es nicht. Ein Kurzschluss vermute ich mal. Hier in diesem Haus gab es noch nie Ratten und jetzt geht das Licht nicht an und Spinnen krabbeln hier überall rum. Und dann das mit der Sauna. Jetzt beruhig dich erstmal. Du musst einfach mal richtig schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich bin ja hier. Weil ich dich bezahle. Nein, weil ich hier sein will, verstehst du? Hast du das gehört? Was gehört? Sch, hör doch. Irgendwas ist in dem Haus. Ich kenne die Geräusche hier. Nein, ich kann nichts hören. Ich kenne dieses Haus. Da ist was in der Küche. Du wartest hier. Ich gehe nachsehen. Nein, ich komme mit dir. Fensterladen. Na komm, alles halb so schlimm. Sehen wir uns heute Abend? Mal sehen, vielleicht. Nur vielleicht? Na, ich werde es versuchen. Ich schäme mich ein bisschen. Ich habe überreagiert. Hey, das kann ich sehr gut verstehen. Ich versuche so gegen 7 hier zu sein, ja? Ja. Haben Sie mit ihr geschlafen? Ich finde, Sie sollten darüber besser mit Ihrer Schwester reden. General plant Wolkenkratzer. Catherine Sullivan übernimmt Vorsitz im Bibliotheksausschuss. Symphoniker erhalten hohe Spende. Du hast mich belogen! Was ist denn in dich gefahren? Hier, ich hab was für dich. Ja und? Mir hast du gesagt, du könntest nicht schwanger werden. Ich hab dir gesagt, dass ich keine Kinder habe. Du hast mich das glauben lassen. Also schön, ich hab das Baby verloren. Da ist es leichter zu sagen, ich hätte keine Kinder, als darüber zu reden. Ich hab das Baby verloren, zufrieden. Wie hat dein Mann auf diese Katastrophe reagiert? Bitte hör auf, ich will nicht darüber reden. Wie hat dein Mann reagiert? Gar nicht. Mit vornehmer Zurückhaltung borniert, wie er war. Er war nicht der Vater, das war's doch. Was? Wer war der Vater? Charles! Hör auf, mich anzulügen! Bitte, sag mir jetzt die Wahrheit. Warum hast du den ganzen Mist erfunden? Das mit deinem toten Mann und dass die Polizei da war. Es ist nicht erfunden! Charles war unfruchtbar. Er war was? Er konnte keine Kinder zeugen. Ich habe seine Krankenakte eingesehen. Hör auf mit dem Schulmädchengetue und ruf mich an, wenn du dich entschließt, die Wahrheit zu sagen. Warte, Jack. Ich hatte eine Affäre. Wer war's? Jemand, den ich von der Börse her kannte. Es war dumm, es hat auch nicht lang gedauert. Du musst dich doch gefragt haben, wer der Vater ist. Ich habe mich so gefreut, schwanger zu sein. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Mit was hast du mich noch belogen? Ich habe doch gar nicht gewusst, dass ich lüge. Ich hatte keine Ahnung, dass Charles unfruchtbar war. Hey, Bob! Hörst du deinen Apparat nicht ab? Ich habe gesagt, ich würde dich nach Billys Training anrufen. Ich weiß, hier. Was ist das? Bestechung? Ein Geschenk für Billy. Wie nobel, ein Geschenk für Billy. Hey, weißt du noch, damals an Weihnachten, als wir Kids waren und wir uns gegenseitig Hockeyschläger geschenkt haben? Hör auf mit dem Scheiß, Mize. Wir haben uns nie Hockeyschläger geschenkt. Klar haben wir das. Du verkalkst nur langsam und weißt das nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass du auf dem Eis so oft gekniffen hast, dass ich mit dem Zählen nicht nachgekommen bin. Na ja, du hast das alles so ernst genommen. Ich wollte Spaß haben. Ja, ja. Hier. Ich habe in unserem Computerarchiv was über deine Verrückte gefunden. Weiß auch nicht, warum ich das für dich tue. Sie ist aktenkundig? Nein, sie ist blitzsauber. Sie war allerdings in was Übles verwickelt, nur als Opfer. Wie als Opfer? Überfall. So ein maskierter Irrer hat sie mit dem Rasiermesser böse zugerichtet. Sie ist nur davon gekommen, weil sie schwanger war. Das Baby hat das meiste abgefangen. Und hat es nicht überlebt. Das ist ja furchtbar. Ja. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Woher auch? Sie wurde von einem der besten plastischen Chirurgen des Landes zusammengeflickt. Was man mit Geld ebenso machen kann, Jack. Hier steht, der Verbrecher ist nie gefasst worden. Und passiert ist das alles vor 3 Jahren. Genau zu der Zeit, als ich beschloss, nie wieder rauszugehen aus dem Haus. Ich hab dir ja gesagt, lass dich nie mit einer Klientin ein. Mach's gut, Jack. Hey, Bob. Für Billy. Er ist Torwart. Torwart? Tut mir leid, ich war nicht ganz bei der Sache, Jared. Okay, hier ist es. Wir haben 500.000 am 5. geordert, die fällig werden am... Na toll, mein Laptop ist wieder abgestürzt. Weiß nicht warum. Ich rufe dich zurück. Oh, puh, ist das heiß hier. Mist. Warum gehst du nicht mal raus? Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Oh mein Gott. Niemand glaubt dir. Komm sofort her, beeil dich bitte! Ist die Heizung nicht repariert? Nein. Ist ja irre heiß hier. Ja, sie konnten nicht kommen. Erst war sie eiskalt, jetzt kocht sie. Okay. Wo ist es denn jetzt? Ist er an? Ja. Es war da. Vielleicht hast du nur geglaubt, du siehst es. Wie redest du denn mit mir? Ich weiß, dass es da war. Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Vielleicht findet das alles nur in meinem Kopf statt. Nein, es war da. Ich hab's gesehen. Natürlich war es da. Ich will, dass du mir glaubst. Ach. Was war das? Vielleicht deine Schwester. Kann nicht sein, sie kommen nie so früh. Vielleicht doch, wer soll es sonst sein? Jack, da unten ist jemand. Schon gut. Du wartest hier. Und diesmal meine ich's ernst. Charles Sullivan? Wer sind Sie und was machen Sie in meinem Haus? Sie sind am Leben? Oh, ich glaube schon. Wo ist meine Frau? Wie geht's ihr, Doktor? Sie fantasiert. Sie bildet sich ein, sie hätte Sie tot gesehen. Was, mich tot gesehen? Es wird schlimmer mit ihr. Ich habe sie ruhig gestellt. Und Ihnen was aufgeschrieben, ein Beruhigungsmittel. Können Sie nicht sonst noch was für Sie tun? Auf Wiedersehen, Charles. Ich war zum Lachsfischen in Irland, wie jedes Jahr um diese Zeit. Und Catherine weiß das. Ich hatte keine Ahnung, dass sie derart krank ist. Was, Catherine? Oh, sie befindet sich schon lange in diesem Zustand. Am Anfang war es so, dass sie Fremde von der Straße holte und mit ins Haus brachte. Dann wurde sie paranoid und bekam diese Platzangst. Dr. Epperson kann es Ihnen bestätigen. Wir haben alles versucht, um ihr zu helfen. Deswegen habe ich auch diese Sicherheitsschleuse einbauen lassen. Tut mir leid. Ich finde schon raus. Oh, Mr. Mize. Es ist mir sehr peinlich, dass Sie damit reingezogen worden sind. Der letzte war, soviel ich weiß, ein Fitnesstrainer oder sowas. Na, wie dem auch sei. Wie rechnen Sie ab? Pro Tag oder pro Stunde? Wovon reden Sie? Naja, Sie wissen schon. Für Ihre Dienste. Ich habe den anderen auch bezahlt. Nehmen Sie es ruhig, Sie haben ja was dafür getan. Das sind ja 500 Dollar. Ja, so in etwa. Aber wenn Sie meinen, das reicht nicht. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oder Moment, war der letzte ein Tennislehrer? Du stehst auf der Treppe. In was? In meinen Unterhosen. Und seine Frau kommt rausgeschwebt und hat was an? Ein Laken. Ein Laken? Ja, am liebsten hätte ich mich in ein Loch verkrochen oder mich aufgelöst. In meinem ganzen Leben war ich nicht derart geschockt, jemanden zu sehen. Ich hätte gerade ein Monatsgehalt dafür gegeben, dein Gesicht dabei zu sehen. Und was hat Papi getan? Gedroht, dir den Arsch zu versäumen? Und genau das beschäftigt mich jetzt schon den ganzen Tag, weißt du? Was? Dass es so ein Schwein wie dich nicht verprügelt hat? Im Gegenteil, dass ihn die Sache kein bisschen aufzuregen schien. Ich meine, alles, was er sagte, war es seine Gewohnheit von ihr, fremde Männer abzuschleppen. Naja, wenn die Ehe im Arsch ist und jeder für sich allein lebt. Ja, aber auch wenn deine Ehe kaputt ist und deine Frau ernsthafte Probleme hat, reagierst du doch trotzdem ein bisschen irritiert, wenn du auf einen Kerl triffst, der gerade aus ihrem Bett gestiegen ist, oder? Aber hier war es so... Ich hätte fast damit gerechnet, dass ich mit ihr im Bett bin. Hör mal, deine Superbraut, ihr Mann und ihre Schwester, die haben alle einen Knall. Wie ich dir schon sagte, mach die Fliege, Mize. Ich erfriere hier draußen. Ich muss zurück aufs Revier. Irgendwas ist da nicht in Ordnung, Bob. Ich fühle das. Lass die Finger davon. Das kann ich nicht. deine Tablette. Deine Medizin. John, bitte auf damit. Womit aufhören? Das ist deine Medizin, die ist gut für dich. Komm, spül sie runter. So ist's brav. Schlaf, mein Schatz. Meine Theorie ist folgende. Dieser Sullivan hat das Ganze clever inszeniert. Er hat seinen Tod vorgetäuscht und das Verschwinden seiner Leiche. Ach, komm schon. Und das Motiv? Weiß nicht, vielleicht, um sie als verrückt hinzustellen, sie aus dem Haus rauszudrängen. Und deswegen treibt er so einen Aufwand? Engagiert falsche Cops, organisiert falsche Polizeiwagen, nur um sie verrückt zu machen? Ja, irgendwas in der Art. Das passt auch zu all den anderen Geschichten. Den Spinnen, den Ratten, dass im Haus alles kaputt geht, die Heizung, die Sauna und so weiter. Er will sie in den Wahnsinn treiben. Okay, und warum? Keine Ahnung, vielleicht versucht er auf die Art zum Beispiel, die Scheidung zu erwirken. Willst du meine Theorie hören? Wenn du mich zwingst. Diese Sullivan ist nicht so verrückt, wie sie tut. Sie will ihren Loser-Typen loswerden, also schafft sie eine inflagrante Situation und benutzt dich als Lover, mit dem er sie erwischt. Wozu sollte das gut sein? Keine Ahnung. Da gefällt mir meine Theorie besser. Du brauchst ein stärkeres Motiv. Mach's gut, Jack. Viel Glück. Was machst du da? Mich rasieren, wie du siehst. Wo hast du das her? Das? Oh, das hat mir Harry geschenkt, als wir in Irland waren. Ist das nicht hübsch? Du weißt, ich wollte immer schon so eins. Es hat einen Perlmuttgriff und ist sehr, sehr scharf. Hier, willst du mal fühlen? Oh, entschuldige ich. Das erschreckt dich, oder? Wir bringen dich lieber wieder ins Bett. Hallo? Ja, hier ist Jack Mize. Könnte ich bitte Catherine sprechen? Mr. Mize, ich habe im Moment alle Hände voll zu tun. Bitte rufen Sie nicht wieder an. Würden Sie mir bitte nur kurz zuhören? Eine irische Autorin. Ich finde sie ganz toll. Das ist ein ganz schöner Wälzer. Ja, aber es lohnt sich. Catherine, was tust du hier? Du solltest im Bett liegen. Was hast du mit meinem Büro gemacht? Dein Büro? Ja, weißt du das denn nicht mehr? Du wolltest doch unbedingt den Anbau. Welchen Anbau? Ich weiß nicht, was du vorhast, aber damit kommst du nicht durch. Dafür sorge ich. Oh, meine Tasche, lass doch. Ich hab sie, schon gut. Hier, bitte, das ist anscheinend herausgefallen. Sehr hübsch. Sarah, du nicht auch noch? Was nicht ich, Kath? Du steckst mir Charles unter einer Decke. Bei was denn? Catherine, warte! Verschwinde aus meinem Haus! Sarah, ruf Dr. Epperson an, sofort. Bin nicht da. Was willst du, Charlene? Kannst mich doch nicht nochmal in die Wüste schicken, hast du schon getan. Ich suche einen Schuh, und zwar einen von meinen super teuren schwarzen. Dachte, er könnte vielleicht hier sein. Hm, hab keinen gesehen. Was dagegen, wenn ich noch mal nachschaue? Bitte nur, denke ich nicht, dass du ihn finden wirst. Man weiß nie. Wie heißt es doch, wo ein Wille ist, ist doch ein Weg. Da brauchst du aber einen ziemlich starken Willen, damit sich das bewahrheitet. Das ist es. Du bist brillant, Charlene. Dafür bin ich dir was schuldig. Mach die Tür hinter dir zu, wenn du gehst. Das ist mir egal. Sie kommt mir auf keinen Fall in so eine Irrenanstalt. Aber das habe ich doch gar nicht vorgeschlagen. Das, was ich meine, ist wirklich hübsch. Es ist mehr wie ein Zuhause, nicht wie eine Anstalt. Es muss doch noch andere Alternativen geben. Es tut mir sehr leid, Charles. Sie würde dort exzellent betreut werden. Sowas hat natürlich seinen Preis, aber... Es ist mir gleichgültig, was es kostet. Für Catherine will ich nur das Beste. Was können wir also tun, damit das geregelt wird? Ich mache das schon. Ich nehme das in die Hand. Ich werde mich persönlich um Catherine kümmern. Ich weiß ja, wie sehr Ihnen ihr Wohl am Herzen liegt. Ich wünschte, wir fänden eine andere Lösung. Ich fürchte, die wird es nicht geben. Ich rufe Sie an. Übrigens, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie so spät abends noch kommen konnten. Bob, 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 das ist sein Motiv. Ich zeig's dir. In Paragraph 23 Absatz 2 des Gesetzes zur Beurkundung von Vollmachten steht, ich darf mal zitieren, entsprechend den Bestimmungen in Bezug auf eine Übertragung des gesamten Vermögens von Personen, die rechtlich für unfähig erklärt wurden, ihre Vermögensangelegenheiten zu verwalten, wird dem nächsten Angehörigen die Vollmacht hierzu erteilt. Hör zu, ich würde ja liebend gern hier sitzen bleiben und Löcher in deine idiotische Theorie schießen, aber Billys Spiel beginnt in einer halben Stunde. Komm, Bob, du musst Sullivan verhaften. Für was für ein Verbrechen denn? Hä? Sag's mir, du bist doch der Anwalt. Ich weiß nicht, aber irgendwas muss ich doch finden lassen. Wenn der Kerl das Gesetz bricht und du erwischst ihn, dann werde ich ihn mir holen. Wie die Kleine, von der du mir die Nummer geben wolltest. Aber Jack, du hast nichts. Bob, du musst mir helfen. Du hast es gehört. Die Nummer von der Kleinen. Charlene, ihr seid füreinander bestimmt. Charlene. Hurra! Hallo? Legen Sie nicht auf, Sullivan. Ich bin Ihrem Spielchen auf die Schliche gekommen. Spielchen, Mr. Mize? Hier gibt's keine Spielchen. Außerdem bin ich beschäftigt. Mit was? Damit Ihre Frau einzuweisen? Hä? Damit Sie an Ihr Geld kommen können? Das ist eine sehr hässliche Anschuldigung, Mr. Mize. Und wenn Sie nicht aufhören, hier anzurufen, werde ich gegen Sie eine einstweilige Verfügung erwirken. So ein Typ in ihrer Wohnung. Wie sieht er denn aus? Ziemlich kräftig und er stinkt wie ein Iltis nach Parfüm. Danke. Schon, tanzen wir. Ich tanze nicht. auf, Liebling. Zeit für die nächste Tablette. Was machst du denn? Bitte beruhige dich doch. Du darfst dich nicht so aufregen. Wir tun, was wir nur können, um dir zu helfen. Dr. Epperson hat für dich schon einen Platz besorgt in dieser wunderschönen Einrichtung. Nein. Ah! Catherine, was hast du denn jetzt gemacht? Lass mich mal sehen. Albert Hayes, Schauspieler, Stuntman. Überraschung. War schon eine tolle Vorstellung, Sie als Detective Sergeant Sanderson. Ich habe schon oft Polizisten im Fernsehen gespielt. Diesmal war es nicht im Fernsehen. Wie viel hat Sullivan bezahlt? Hey, ich habe nichts Schlimmes getan, nur ein bisschen geschauspielert. Woher weiß ich, dass Sie jetzt nicht schauspielert? Warum sollte ich Sie anlügen? Ich frage mich, ob es so viele Rollen für Schauspieler mit verkrüppelten Beinen gibt. Wir machen jetzt ein kleines Spielchen. Eins, bei dem ich Fragen stelle und du mir antwortest. Wenn mir deine Antwort nicht gefällt, hau ich dir aufs Knie. Also, es geht los. Wie viel hat Sullivan für deine Arbeit gezahlt? Wer ist Sullivan? Okay. 10 Riesen. Du warst der Scheißkerl, der Mrs. Sullivan vor 3 Jahren überfallen hat, richtig? Willst du noch einen Schlag? Du hast Mrs. Sullivan mit dem Rasiermesser bearbeitet, als sie schwanger war, stimmt's? Ja, Sullivan hat mich engagiert, um mir Angst einzujagen. Er hat mir nicht gesagt, dass sie schwanger war. Ich habe nur das Rasiermesser hingehalten und sie hat sich reingedreht. Du bist Abschaum, weißt du das? Ich bin nur ein arbeitsloser Schauspieler. Ein Müllhaufen. Sie haben wirklich recht. Du stinkst. Ja! Catherine? Komm nicht näher. Du zitterst, mein Schatz. Das muss die Kälte hier sein. Erinnerst du dich an unsere Flitterwochen in Paris? Da war es auch so kalt, weißt du noch? Es hatte geschneit und du warst wunderschön. Hörst du nicht, du sollst nicht näher kommen? Das war, bevor du aufgehört hast, mit mir zu schlafen. Charles, bleib stehen. Hör auf, Catherine. Du wirst mir nichts tun. Nein, komm her. Es ist vorbei. Gib einfach auf. Catherine! Wenn ich dich kriege, bringe ich dich um. Catherine, mach auf! Du brauchst mich doch! Lass mich raus! Bitte! Ja, meine Batterie ist leer. Wie schnell können Sie da sein? Ja, verflucht, ich weiß, dass es draußen kalt ist. Bitte beeilen Sie sich. Ach so, meine Adresse. Meine Adresse ist 22045 Queen Street. Ja, bitte schnell, ich brauche Sie. Catherine? Kommen Sie, bitte! Es muss doch in dieser verfluchten Stadt ein Taxi geben, das frei ist! Was? Hallo! Catherine! Catherine! Catherine? Was ist denn los hier? Meine verrückte Schwester hat mich da drin eingesperrt. Was ist mit deinem Arm? Sie hat mich geschnitten. Aber warum denn? Sie ist übergeschnappt, vollkommen durchgedreht. Wir müssen sie finden. Komm schon. Suchen Sie dort. Ihr Autovermittlung Rapid Rental. Sie rufen außerhalb der Öffnungszeiten an. Shit! Such du im Wohnzimmer. Ich sehe im Büro nach. Catherine? Catherine! Catherine! Im Wohnzimmer ist sie nicht. Schon seltsam, hier auch nicht. Hier bin ich. Cath, bitte leg die Schere weg. Damit kommt ihr beide nicht durch. Womit? Was meinst du? Aus irgendeinem Grund scheinst du zu glauben, wir hätten uns gegen dich verschworen. Richtig, solchen Unsinn. Der Uri beweist es doch. Den kenne ich gar nicht. Meiner ist es nicht. Der erste war bei Charles Sachen aus der Reinigung. Aber er gehört mir nicht. Er ist aus deiner Tasche gefallen. Charles hat ihn einfach nur gefunden. Er lag zufällig da auf dem Boden. Hör nicht auf das, was sie sagt. Sie ist da nicht bei Verstand. Ich bin sehr gut bei Verstand. Catherine, komm jetzt. Gib mir die Schere, Catherine. Komm bitte nicht näher, Charles. Catherine, gib mir die Schere. Sei vernünftig. Du steckst gar nicht mit ihm zusammen. Natürlich nicht. Das mit dem Ohrring war ein Trick von ihm. Oh, Sarah, es tut mir so leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Wo ist Charles? Oh, großer Gott. Wir brauchen eine richtige Waffe. Das Rasiermesser. Klemmen Sie die Kabel dran, ich hab's eilig. Schnell! Haben Sie's? Alles klar. Da liegt das Messer. Schau, das reißt! Verflucht, komm schon! Ja, alles klar! Weg davon! Sarah! 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 Was hast du nur getan? Ruf den Krankenwagen! Was ich getan habe? Nein, was du getan hast. Was? Was denkst du denn, wem sie glauben werden? Mir oder einer Frau, die nicht mehr zurechnungsfähig ist? Hilf ihr doch, sie braucht einen Krankenwagen. Wo willst du denn hin? Ach, du willst zur Tür. Du willst raus. Ja, versuch's nur. Na geh. Geh nach draußen. Mach die Tür auf, geh raus, du schaffst es doch. Spür die Kälte auf deinem Gesicht. Das wird dir gefallen. Geh! Nein! Warum gehst du nicht mal raus? Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Ja, geh schon, tu es! Du kannst nicht. Grausam ist das. hier? Sofort an. Ich bin in Schatzwagen 555-0117. Sarah! Sarah! Bitte! Ich brauche Hilfe! Hier, Kaffee. Tut Ihnen gut. Danke. Kelsey? Ein Volvo, ja. Und der liegt unten im Steinbruch. Hat er überlebt? Okay, ich bin gleich da. Sie haben den Wagen gefunden, den der Mann gefahren hat. Und Charles? Sieht nicht so aus, als ob er überlebt hätte. Catherine, es ging nicht eher. Kommst du mal kurz? Ich bin gleich wieder da. Was denn? Ich muss los mit dem Volvo ansehen, der ist wohl Schrott. Hätte ich nicht gedacht, Jack. Du hattest recht. Pass auf sie auf. Kannst du glauben. Na, geht's wieder? Ja, ganz gut. Schön, dass du da bist. Ah. Komm, ich bring dich nach Hause. Weißt du, ich habe mein Haus seit 3 Jahren nicht verlassen. Komisches Gefühl, dahin zurückzufahren. Das glaube ich gerne. Ja. Und Sarah? Ja, ich fürchte, sie... Komm jetzt, wir fahren nach Hause. Ich will hier nicht mehr sein. Ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Lass uns zu dir fahren, in deine Wohnung. Oh Gott, nicht in meine Müllhalde. Ich weiß auch gar nicht, wie es weitergehen soll ohne Sarah. Du hast auch gedacht, du schaffst es nicht nach draußen, hast du aber. Ich bin ja da. Ich passe auf dich auf. Danke. Ich glaube, ich brauche jetzt ein heißes Bad. Schön. Und ich mache uns einen Tee. Camillo, okay? Mhm. Oh, ich habe noch was vergessen. Messer? Aber Catherine, das ist unmöglich. So einen Unfall überlebt keiner. Catherine, nimm das Messer! Nimm es! Nein! Nimm es! Aber Catherine, du würdest doch mir nichts tun. Du liebst mich doch. Und ich liebe dich. Na komm. Wir können das alles doch vergessen und von vorn anfangen. Gib mir das Messer. Bitte. Na, mach schon. Es wird alles gut. Wie sieht's aus? Bin gleich fertig. Um die hat sich seit Jahren keiner mehr gekümmert. Hatte ganz vergessen, wie gar nicht sowas tue. Danke. Komm. Also, wenn du mich fragst, sollten wir beide jetzt raufgehen und nach den Pflanzen im Schlafzimmer sehen. Nein. Ach komm. Nein, es ist viel zu schön hier draußen. Ich will über die Wiesen laufen, durch den Wald, das Meer sehen. Ich will am Fluss spazieren gehen und die Enten füttern. Komm mit, Jack, das macht Spaß. So wie vorher warst du mir lieber. Was? Nichts, ich habe nur gesagt, ich glaube, das macht einen Riesenspaß. Ich komme, ich komme.